So, hi. Seit Monaten gibt es mal wieder ein Friendpoint Soko. Wir haben natürlich ganz viele Punkte, weil ja seit Monaten nichts Gescheites kam und diese Turtles haben sich irgendwie als nie gelohnt. Wir legen direkt los. Ich habe ein bisschen Platz gemacht, so dass wir nicht zwischendurch immer wieder was löschen müssen. Oder beziehungsweise verkaufen oder verfüttern. Viele haben Kroko gezogen, also ziemlich oft Kroko gezogen. Ich bräuchte eventuell auch noch einen für den zweiten Kroko. Und Foxy wäre nicht schlecht. Und dann gibt es noch einen Charakter, den ich gerne hätte. Warpool. Warpool und ich glaube dann noch jemanden. Aber ich glaube, selbst wenn ich nur einen von denen bekommen würde, wäre ich schon happy. Gucken wir mal, was es wird. Die kosten ja jetzt auch nur die Hälfte über das Event jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich glaube, eine Woche circa. Man bekommt ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder irgendwie noch dann 1000 Friend Points geschenkt. Da habe ich noch 1000 im Postfach. Die werde ich dann auch gleich noch mitnehmen. Und es gibt, ja, Coco, perfekt. Aber sonst nichts Neues. Entweder Story Chars oder Turtles gibt es. Zwei goldene, ja. Das sind dann immer die, ah, stimmt, Leute von Sanji wären auch nicht schlecht, damit ich die eine Mission noch machen kann. Da hat mir nämlich, glaube ich, einer oder zwei haben mir da gefehlt. Zeph habe ich bereits, diesen blauen glaube ich habe ich auch. Ich glaube, ein roter wird mir noch fehlen. Habe ich den nicht vorhin schon gepult? Ich weiß es nicht. Das sehe ich dann später. Okay, Kroko bisher. Das ist auf jeden Fall nice, weil ich die andere Entwicklung von Kroko brauche. Der ist ja perfekt für Sengoku. Und der vergiftet die Gegner auch. Was auch manchmal ganz gut sein kann. Aber bis jetzt kam sonst nichts Gutes, außer Krokoboy. Okay. Foxy wäre geil. Warpool wäre richtig gut. Also Warpool wäre Bombe. Der ist manchmal ziemlich praktisch. Was haben wir jetzt? Ah, auch nicht schlecht. Miss Doublefinger. Aber die habe ich bereits. Zwei goldene, drei, vier, fünf goldene. Das sind aber dann wahrscheinlich die Elders wieder, oder? Nee, nicht immer Elders, okay. Oh, Bellamy habe ich auch bereits. Auch ein sehr guter Charakter. Vielleicht kann man ja das eine oder andere bei Ray verkaufen, aber ich glaube, da gibt es nicht viel Points für. Eins, zwei goldene. Und zwei Bronze. Die Hälfte haben wir. Boah, ich habe bei einem gesehen, ich glaube, der hat acht. Wow, wie viel Gold. Der eine hat acht Krokos gehabt. Acht Crocodiles, das ist halt schon krass. Viele tun sich da auch totfarmen. Und der eine zieht einfach mal sieben Stück. Ich hatte damals auch ziemlich Glück gehabt und habe, glaube ich, keine 10 Runs gemacht. Da ist der direkt gedroppt. Allerdings damals, als ich noch Laboon gebraucht habe, ja, habe ich wahrscheinlich auch über eine Woche gefarmt und irgendwann kam der dann. Oh, noch ein Kroko. So, eigentlich ist eher die silbernen Poster sind am interessantesten. Ich meine, die Elders nehme ich gerne mit, aber ich hätte lieber einen Charakter wie ganz viele Elders.
Warpool, komm schon. Okay. Ah, das reicht doch nicht. Wir gucken mal, was wir verticken können. Vielleicht gibt es ja irgendwas, aber ich glaube, irgendwie war das nichts. Eins, wie viel gibt's? Ich habe das gerade auch nicht im Kopf, welche Sterne wie viele Raid Points bringen. Wo ist Kroko? Ja, auch nur zwei. Gib ich lieber Sockets. Lieber Sockets. Was machen wir jetzt? Oh, Shanks. Schnell verfüttern. Ich glaube 60 freie Plätze brauchen wir jetzt noch, damit wir dann ohne Störung pullen können. Shanks ist geil. Aber was ich schade finde, ich habe immer gedacht, dass das mit TS Ruffy seinem Special stackt. Das wäre halt richtig geil. Also sprich, das Tandem und ich glaube Recovery Orbs praktisch auch zu Matching Orbs werden. Geht leider nicht. Je nachdem, was sich anbietet, zum Beispiel, wenn man gegen 60er Stamina oder generell gegen Boa kämpft, dann macht das halt natürlich mehr Sinn, dass man dann halt Shanks einsetzt, weil dann hat man ja Full Matching Tandem Orbs. Ist definitiv nicht verkehrt. Och Gott. Alles raus. Da haben wir noch was. Aber trotzdem ist Shanks auf jeden Fall nicht schlecht. Der ist bei mir, glaube ich, auf Level 19 oder 19 Turns. Da fehlt nicht mehr viel. Ich denke mal, dass ich ihn beim nächsten Mal. Da werde ich nochmal 30. Ich glaube. 30, 28 hatte ich letztens gefarmt. Ich glaube, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall so um die 30 farmen. Damit ich den auch direkt maxen kann. Oder der muss nicht mal Max sein. Ich glaube, Max ist 15 Turns. Es reicht mir, wenn er auch auf 16 Turns ist. Nee, ich will, glaube ich, doch lieber auf Max haben. Weil Ruffy ist, glaube ich, auf Max bei 13, ja. Nee, Shanks auf Max ist, glaube ich, doch geiler. Selbst mit 19 ist das schon spielbar, aber man muss trotzdem noch ein bisschen. Gegen X-Drake muss man trotzdem noch ziemlich. Schon viel stallen. Das kostet dann doch schon auf Dauer. Ein bisschen Zeit. Aber. Man kann nicht alles haben. Die alte kann auch weg. Auch weg, hier, der kann weg. Die kann weg. Ah, genau, den hier habe ich gebraucht. Ja, perfekt. Patty oder wie der auch immer heißt. Nice, nice. Ja, die roten hauen wir noch weg. Sanji hätte ich gerne. Okay, 60 glaube ich, mehr als 60 Plätze brauchen wir. Und noch 11 Charaktere weghauen oder Turtles oder was auch immer. Ich werde glaube ich jetzt die. Ah, wobei, vielleicht farme ich ein bisschen. Setze ich Keys ein, weil Keys sind ja wertvoll, habe ich mitbekommen. Da kann ich die hier für die Picks einsetzen. Dann schmeiße ich gerade die hier raus. Zwei noch, machen wir. Grün haben wir auch. Aha, den Grün, die Grüne will man ja nicht löschen. Wo ist Killer? Killer, Killer, Killer. Da. Killer habe ich auch endlich auf Max Sockets. Zwei Level-Ups fehlen mir noch.
Dafür habe ich noch 10 Skillbooks. Sollte mir reichen. Selbst Special Level 9 reicht schon dicke aus. Der hat ja, glaube ich, gerade mal 8 Turns. Okay. So. Wir hauen die letzten 60. Beziehungsweise wir machen die letzten 60 Pulls oder 6 Multis und hoffen auf Warpool. Warpool. Aber diese Framepoint-Suche, da habe ich nie wirklich viel Glück, muss ich sagen. Das ist immer so eine Sache. Von mir aus kann man wieder, wie fast vor, ja, ich glaube, in 1, 2 Monaten hat der Bandai Fail. Da ist dieses Fail-Suko-Fest, Friendpoint-Suko-Fest, da hat, ja, wird es 1 Jahr alt, oder 1 Jahr ist es circa her. Da konnte man ja hier mit den Friendpoints, konnte man sich richtige Rare-Recruit-Charaktere ziehen. Das war so geil. Es hätte nur noch gefehlt, dass das ein richtiges Suko-Fest ist. Stellt euch mal vor. Und die haben das nicht mal irgendwie zurückgesetzt. Sprich, man konnte die ganzen Charaktere behalten und. Boah, da kam schon einiges dazu. Also, das war schon heftig. Oh. Wie heißt der? Brogi? Brogi oder so? Ich weiß es nicht. Ist gelegentlich mal praktisch, aber. Was war das? War es der letzte oder vorletzte? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Da sind viele Silberne. Hoffentlich ist da Warpool dabei. Hoffentlich hat sich Warpool hier verirrt. Krokoboy. Scheiße. Okay. Warum ist Kroko so extrem gepusht? Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Warum ist das so? Ich meine, der ist ein mega Charakter. Viele wollen den haben. Viele. Schon wieder. Viele farmen den wie verrückt. Aber. Na gut. Gut für uns alle. Ja, ich werde die Points mal sammeln. Und ich denke mal so einen Tag vorher oder so. Wir gucken mal gerade schnell, wie lang das Event geht. Einen Tag vorher oder so tue ich dann nochmal alles weghauen. Ja, eine Woche lang bis zum 5. Juni. Okay. Perfekt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet. Ja, eigentlich. Ich sag mal so, Kroko habe ich bekommen. Bin eigentlich zufrieden. Vielleicht hatte ja jemand mehr Glück gehabt. Je mehr, desto besser. Ich wünsche euch was. Ciao.